jetzt schon nicht mehr über. Ich würde so sagen, nach der. Das Problem ist, die Mutter und die Geschwister haben die normale Färbung. Und er ist ja als Schwärzling geboren worden und dadurch, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, jedenfalls sehr klein im Gegensatz zu den Geschwistern. Er hat 12 Tage bei der Mutter geschafft zu leben. Und dann sind die Geschwister beigegangen, die ja viel größer und stärker waren, und haben diesen Häutchen vom Gesäuge weggezogen, also mit den Krallen so über den Kopf immer, dass er nicht ans Gesäuge sollte. Aus Wut frisst er das Fleisch, nicht? Aufessen, können wir morgen wieder sprechen. Ja. Der Sohn glückt mit dem Regen gestern. Ja, ein bisschen Mut ist er da.